Hashtag Werbung, Hashtag Anzeige, Hashtag selbst gekauft. Ich bin da immer eher so, Hashtag, hä, was jetzt eigentlich? Immer wieder begegnen einem auf Social Media solche Werbekennzeichnungen, und zwar nicht nur bei Influencern, sondern auch bei privaten Accounts. Was soll das Ganze eigentlich und was muss man eigentlich kennzeichnen? Darüber spreche ich heute mit einem Experten von der LFK. LFK, TLM, MABB, TLM und Bremer. Klar, wovon ich rede? Wohl eher nicht. Das sind die Abkürzungen der Namen von verschiedenen Landesmedienanstalten. Da gibt es für jedes Bundesland eine. Und damit es nicht langweilig wird, haben die sich alle unterschiedliche Namen gegeben. Was die machen, ist aber eigentlich ziemlich interessant. Sie haben verschiedene Aufgaben und dazu gehört unter anderem die Überwachung der Medien im jeweiligen Bundesland. Es geht zum Beispiel darum, zu beaufsichtigen, dass Radio- und Fernsehsender sich an die geltenden Gesetze halten, zum Beispiel an Jugendschutzvorschriften. Aber auch Social Media wird beaufsichtigt. Außerdem fördern die Landesmedienanstalten durch verschiedene Projekte auch die Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger. Handysektor ist zum Beispiel ein Projekt der LFK, der Landesanstalt für Kommunikation in Baden-Württemberg. Und genau von da kommt auch mein heutiger Experte Valentin Schleifenbaum. Valentin, stell dich doch einfach mal kurz selber vor und erzähl uns, was du eigentlich so machst. Hallo liebe Kim, vielen Dank für die Einladung. Ganz genau, ich bin Valentin und bin bei uns in der LFK im Bereich Medienaufsicht als Jurist tätig. Und wie du schon richtig gesagt hast, als Medienanstalten sind wir natürlich für die ganz klassischen Medien wie das Fernsehen oder Radio zuständig. Aber in den letzten Jahren kamen eben auch immer mehr die sogenannten Telemedien auf, die Online-Inhalte und da eben ganz besonders auch Social Media. Und das ist jetzt hier persönlich mein Tätigkeitsschwerpunkt. Du kennst dich also nicht nur damit aus, woran man sich so halten muss, sondern du prüfst es auch noch aktiv nach. Wie muss man sich das vorstellen? Hängst du den ganzen Tag auf Insta und TikTok ab und folgst allen Accounts aus Baden-Württemberg? Ja, das ist eigentlich gar nicht so falsch. Tatsächlich ist es so, dass wir das Monitoring von den Angeboten hier im Team stemmen. Dabei haben wir auch studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und natürlich reagieren wir zum einen auf Beschwerden, die bei uns reinkommen, auf Hinweise. Aber wir machen uns durchaus auch die Mühe, selbst Accounts aus Baden-Württemberg zu recherchieren. Und ja, die muss ich mir dann natürlich auch anschauen, gucken, ob da alles passt. Und da bin ich durchaus mit Influencern oder deren Managements immer wieder im Gespräch. Werbung ist auf Social Media ja ein riesiges Thema und für viele Influencer die größte und wichtigste Einnahmequelle. Man kennt da Hashtags wie Werbung, Anzeige oder auch sowas wie bezahlte Kooperationen mit. Aber sag mal, was müssen Influencer eigentlich als Werbung kennzeichnen und wie muss es dann aussehen? Der Hintergrund von der Werbekennzeichnung ist ganz einfach der, dass Nutzer, Follower, Verbraucher ein Interesse daran haben zu wissen, kommt hier ein Produkt oder eine Marke vielleicht zufällig einfach nur in einem Post vor oder ist vielleicht der Influencer, dem ich folge, davon total überzeugt oder hat er dafür vielleicht Geld bekommen, dass das Produkt eben vorgestellt wird. Das möchte ich einfach wissen und das muss dann durch diese Werbekennzeichnung deutlich gemacht werden. Die Regeln, die es dazu gibt, die ergeben sich aus dem Medienstaatsvertrag. Das ist nichts anderes als ein gemeinsames Regelwerk, wo sich die Bundesländer, die dafür zuständig sind, geeinigt haben, wie Werbung in Medien zu kennzeichnen ist. Das ist ein größeres, längeres Gesetz, gar nicht so einfach zu verstehen an manchen Stellen, aber wir haben das nochmal aufbereitet für den Bereich Social Media und haben dazu einen Leitfaden gemacht, der ständig aktualisiert wird. Und daraus kann man dann genau sehen, wie muss ich das eigentlich ganz genau kennzeichnen, an welcher Stelle muss ich die Kennzeichnung einfügen und so weiter. Also das klingt für mich eigentlich ziemlich logisch, aber was ich auch immer wieder sehe, sind Hashtags wie Anzeige, weil Markierung, Anzeige, weil Marke erkennbar oder Werbung, weil Markierung oder Werbung selbst gekauft. Und das sind so viele Markierungen, da blickt man doch irgendwie gar nicht mehr durch. Wieso gibt es denn diese Überkennzeichnung? Ja, Kim, das beobachten wir auch gerade. Zum einen kann man sagen, dass in den letzten Jahren sich die Werbekennzeichnung immer mehr durchgesetzt hat. Zum anderen muss man aber sehen, dass der ein oder andere vielleicht etwas verunsichert ist, was denn jetzt genau Werbung ist und dann sicherheitshalber mal alles Mögliche als Werbung kennzeichnet. Das liegt wahrscheinlich auch an einer Angst vor Abmahnungen, möglicherweise ja durch Abmahnvereine. Hier muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, das ist ein bisschen komplizierter, denn es gibt da eigentlich zwei Ebenen. Das eine ist die Medienaufsicht durch uns als Landesmedienanstalten.
Das andere ist die Möglichkeit für Konkurrenten auf dem Werbemarkt, dass sie sich gegenseitig auf rechtliche Vorgaben hinweisen, gegebenenfalls abmahnen oder auch vor Gericht ziehen können. Und vor Gericht ist es so, dass manche Gerichte im Wettbewerbsrecht, wie dieser Bereich heißt, die Rechtsfragen so gesehen haben wie wir, wo Kennzeichnung erforderlich ist und wo nicht, wie wir als Medienanstalten. Andere Gerichte kamen zu etwas anderen Ergebnissen, die teilweise etwas strenger waren und zum Beispiel auch Kennzeichnung da gefordert haben, wo keine Kooperation zugrunde liegt. Aus unserer Sicht als Medienanstalt kann ich aber sagen, für uns ist das Entscheidende, liegt hier eine Kooperation mit einem Unternehmen vor? Hat ein Unternehmen Geld oder eine andere Gegenleistung einem Influencer dafür gegeben, dass Produkte oder Marken vorgestellt werden? Das ist für uns die Kernfrage. Ja, aber vor Gerichten ist es eben noch nicht ganz einheitlich und dass ein Urteil vom Bundesgerichtshof als letztinstanzlichem Gericht steht da noch aus, der diese Rechtsfrage klären könnte. Eine weitere spannende Sache, die in letzter Zeit passiert ist, ist ein Gesetzgebungsvorschlag von der Bundesregierung, vom Bundesjustizministerium. Das wird auch teilweise als Influencer-Gesetz bezeichnet. Und in dem Gesetz ist vorgesehen, dass auch bei Abmahnungen und dem Wettbewerbsrecht die Regeln des Medienrechts, die wir auch anwenden, die spezieller sind, dass die vorrangig auch dort gelten sollen. Das würde natürlich viel Klarheit schaffen und diese Überkennzeichnung bestimmt ein Stück weit beseitigen. Also von solchen Abmahnungen habe ich von Influencern schon immer wieder gehört und das kann ja richtig teuer werden. Ich dachte immer, da steckt vielleicht auch ihr dahinter, so nach dem Motto Hashtag Anzeige ist raus. Nein, also wenn Abmahnung auf dem Brief steht, dann kann ich schon mal sagen, dass der ganz bestimmt nicht von uns oder von einer anderen Landesmedienanstalt kommt. Denn wir gehen da ganz anders vor. Von uns kriegt man vielleicht auch mal einen Brief oder auch eine E-Mail, die aber erstmal den Hinweis auf die Rechtslage beinhaltet und vielleicht die Aufforderung, entsprechend das Angebot anzupassen. Und erst wenn dann nichts passiert, dann kommt es zu einem förmlichen Verfahren und das kann auch durchaus in einem Bußgeld enden. Aber unsere Erfahrung ist, dass in aller Regel die Anbieter, wenn wir sie auf einen Umstand hinweisen, dann auch sich kooperativ verhalten und entsprechend ihr Angebot anpassen, sodass es dann gar nicht zu weiteren Maßnahmen mehr kommen muss. Jetzt habe ich noch eine Frage zu privaten Accounts. Wenn ich auf meinem privaten Account Fotos von mir, meinen Freunden, meinem Urlaub, meinem Haustier und meinem Lieblingsessen poste, dann muss ich da nichts markieren, auch wenn man irgendwie die Marke meiner Sneakers mal erkennen kann. Ganz genau, Kim. Also in dem Fall besteht ja auch höchstwahrscheinlich keine Kooperation. Klar, du kannst natürlich einen Post machen von den überragenden Spätzle von deiner Oma, dann ist das in irgendeiner Form ja schon Werbung für ihre Kochkünste, aber eben nicht Werbung im medienrechtlichen Sinne. Und das Gleiche gilt auch für das Vertaggen von Freunden, für Ortsangaben oder auch für die Info an deine Community, von welcher Marke deine Jacke ist, die du dir selbst gekauft hast. Solange du da keinen Business-Hintergrund hast, ist das keine kennzeichnungspflichtige Werbung. Aus unserer Sicht ist es ganz klar, da, wo wirklich Werbung dahinter steht, wo es eine Kooperation gibt, da muss auch Werbung draufstehen. Aber wo keine Werbung zugrunde liegt, da bitte auch nicht Werbung draufschreiben. Sonst ist die Community ja total verwirrt. Und dann könnte man auch auf die Idee kommen, dass deine Oma dir vielleicht sogar einen Fuffi zugesteckt hat für diesen legendären Spätzle-Post. Also das Thema Impressumspflicht, das kenne ich von Webseiten. Das muss ja immer dabei stehen, wer für den Inhalt der Website verantwortlich ist. Und wenn ich auf einer Website kein Impressum finde, dann schenke ich persönlich der Seite auch nicht besonders viel Vertrauen. Kleiner Tipp am Rande, gerade wenn es um Fake News geht, kann man den Impressumscheck ganz einfach anwenden. Wenn eine Webseite kein Impressum hat, würde ich lieber eine andere seriöse Quelle aufsuchen. Aber zurück zu TikTok, Insta, YouTube und Co. Wer braucht da jetzt eigentlich ein Impressum und warum? Ja, Kim, auch bei der Impressumspflicht geht es letzten Endes wieder um das Thema Transparenz. Als Verbraucher, als Nutzer, als Follower möchte ich ja wissen, von wem stammt denn das Angebot, das ich hier gerade mir anschaue und wer ist dafür im Zweifel auch rechtlich verantwortlich. Das kann besonders dann interessant werden, wenn, sagen wir mal, auf dem Instagram-Account vielleicht ein Bild von mir zu sehen ist, was ich da gar nicht haben möchte, was ich nie freigegeben habe. Dann möchte ich halt eine Person haben, die auch wirklich in der Lage ist, das dann runterzunehmen. Dass es diese Impressumspflicht gibt, das ist für Websites allgemein bekannt, aber sie gilt eben auch im Bereich Social Media und dort ist es noch nicht überall vorzufinden. Da hat man manchmal die Herausforderung, dass nur recht wenig Platz dafür da ist, um die ganzen Impressumsangaben unterzubringen. Aber welche Angaben alle rein müssen, was es für verschiedene Arten von Impressum gibt und wie ich das auch mit wenig Platz gelöst kriege, das haben wir alles in einem schönen Leitfaden für euch zusammengefasst.
Ja, also vielen Dank für das Gespräch und für dein großes Interesse an diesem Thema. Und bei allem, was ihr postet und teilt auf sozialen Medien, immer dran denken, die Aufsicht hat alles im Blick. Da sind wir heute doch wieder ein ganzes Stückchen schlauer geworden. Danke nochmal an dich, Valentin, für diesen spannenden Einblick. Übrigens, der Abo-Button freut sich auch über einen Klick.